Hallo, großes Gemälde. Hallo, Katzin. Ja, wir berühren ein unheimliches Gemälde, ganz einfach so. Ohne irgendwelchen Grund, und dann werden wir reingesaugt. Nicht gerade sehr episch, so ein kleines Funkeln unten. Hallo, gemalte Welt von Ariamis. Ja, gleich mal die erste Frage, ist Ariamis die Welt oder ist Ariamis der Künstler, der das Bild gemalt hat? Darüber sind sich auch viele noch nicht wirklich einig. Worüber ich mir einig bin, ist, dass wir hier das Feuerschwert brauchen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Erst einmal hier das Feuer entfachen. Hier kurz rasten. Und dann schon mal auf das Feuerschwert umswitchen. So. Also gut, Ariamis ist schon mal nicht einladen. Wir stehen nämlich vor einer verschlossenen Tür. Und hier geben die Hüllen verdammt viele Seelen. Sie haben übrigens auch verdammt viel drauf hier. Das dazu zu sagen. So, Ariamis, die gemalte Welt. Hier sind wir übrigens durch die Puppe reingekommen. So. Menschlichkeit. Und dann geht's hier oben weiter. Also ich zeige euch gleich die Puppe nochmal, wenn ich die Hüllen hier, mich den Hüllen hier entledigt habe. So, eine weg. Zweite weg. Bogenschütze weg, so. Und zwar meine ich... diese Puppe. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Ja, genau wie wir wurden wir in diese Welt hineingezogen. In Ariamis. So, hier wimmelt es wieder vor Hüllen. Aber hier wimmelt es vor noch etwas, nämlich den Jungs hier. Das sind infizierte Hüllen. Und die sollten wir dringend mit Feuer töten. Weil wenn wir das nicht tun, explodiert ihr komischer Tumor auf dem Kopf und macht uns toxisch. Das ist also echt nicht schön. Kriegen wir den Bogenschützen von hier aus? Ja, kriegen wir. So. Weg mit dem Bogenschützen. Weg mit dir hier. Und da oben müsste gleich einer runterspringen normalerweise. Der da. Aber wenn du nicht so kommen willst, schießen wir dem in den Kopf. Habe ich auch nichts dagegen. So. Und von hier aus können wir auch das Seil hier noch durchschießen. Dann ist der Loot unten im Innenhof. Wo wir übrigens nachher auch hin wollen. So, wir gehen aber erst einmal noch einen anderen Weg. Für diesen muss ich mal kurz gucken, wie viel Schaden machen wir. Wir machen 428, mit dem machen wir weniger. Okay, ja. Und wir hören komische Geräusche. Übrigens. Genau, die Jungs hier. Ausschalten. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, sehen wir schon mal da drüben komisch aussehende Riesenrabenviecher. Die werden aggro, sobald wir hier die Leiche plündern.
und wieder weggehen wollen. Genau. Kommen zwei Stück angeflogen. So, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten. Aua. Stirb. Bevor ich sterbe. Also ja, man merkt, die halten einiges aus und machen übelst viel Schaden. So. Aber wir sind sie beide losgeworden. Die droppen übrigens auch Menschlichkeit. So, jetzt habe ich was vergessen, muss ich wieder hier hoch. Weil von dort oben aus kommen wir noch an einen Gegenstand ran. Und irgendwas macht hier ganz komische Geräusche. Nämlich wenn wir hier runterfallen, kommen wir an einen getrockneten Finger. Das ist zwar nur ein PvP-Multiplayer-Gegenstand. Dumm, 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 dumm. Bist du? Getrockneter Finger mit mehreren Knöcheln. Getrocknet und trotzdem noch etwas warm. Die Zahl der Knöchel zeigt, dass es sich nicht um Menschenfinger handeln kann. Ja. Das ist ein PvP-Multiplayer-Gegenstand, wie gesagt. Der setzt den Invasionstimer zurück. Also, dass man wieder invasiert werden kann im Multiplayer. Und hier haben wir böse Ratten. Schneeratten, die auch toxisch können. Also, die vergiften nicht wie ihre Kumpels aus der Kanalisation. Die machen toxischen Schaden. Was richtig, richtig übel ist. So, jetzt können wir aber hier rüber gehen. Hier rein in das Gebäude und gleich wieder da drüben raus, weil wir hier vom Feuer bespuckt werden. Und uns erstmal der beiden hier entledigen. So. Und dann kommen da zwei so Fackel-Spastis. So, einer ist weg. Nummer 2 ist auch weg. Und Nummer 3 glitscht dort oben rum. Das macht er fast immer. Deswegen knallen wir ihn einfach mal ab. So, können wir dich hier so treffen? Aua, ja, aber du uns auch. Na, also vorsichtig sein. So, können wir dich treffen, ohne dass du uns treffen kannst. Das trifft uns. Aber wir treffen den nicht. Menno. So. Komm her, du. Komm her, habe ich gesagt. So. Trank trinken. Hier müsste irgendwo ein Untoter rumgeistern noch. Genau, der da. Den ich gerne ausschalten möchte. So, den Loot hier ignoriere ich erstmal. Übrigens, von diesem Balkon hier aus hätten wir auch das Seil durchschneiden können. Aber mit dem Bogen ist das eleganter. Wir wollen jetzt als nächstes hier runter. Hier ist nämlich ein Bereich, auf den man nicht so leicht kommt. Au. Und dieser Bereich ist auch voll mit Ratten. So, die aber nicht sonderlich viel aushalten. Wir aber trotzdem aufpassen müssen, weil sie toxisch können. Wie ich ja schon mal sagte. Und es sind viele hier. Genau. Wow, jetzt wäre ich fast toxiniert worden. Und sie machen komische Geräusche. So. Da ist noch eine. Und noch eine.
Und hier gibt es ein Secret, auf das man nicht so leicht kommt, nämlich da drüben. So, erstmal kurz heilen. Und dann machen wir einen Sprung des Glaubens mal wieder. Und kriegen noch eine Goldmünze. Das sind immerhin 5000 Seelen. Autsch. Gut. Wir haben die Goldmünze. Damit haben wir das eigentlich einzige und wichtige hier gefunden. Abgesehen von ziemlich vielen Ratten. Und können hier hochklettern. Und hier raus. Weil hier gibt es auch noch ein kleines Nebengebiet, das wir uns anschauen können. Dort ist schon mal kein Untoter, der auf uns lauert. Manchmal lauert da nämlich einer. Hier gibt es nämlich noch ein paar mehr Ratten. Und manchmal droppen die sogar auch Menschlichkeit. Ich weiß nicht, ob sie öfter oder seltener droppen als ihre Kollegen aus der Kanalisation. Aber die bewachen auf jeden Fall ein Secret. Nämlich eine Gemäldehüterrüstung. So, gucken wir uns die mal kurz an. Von den in Alabaster gehüllten Hütern der Gemälde in Anolondo getragene Robe. Bietet sehr guten Schutz gegen Magie. Seit Beon bewachen sie die großen Gemälde von Ariamis. Okay, es ist Mehrzahl, also kann es wirklich sein, dass Ariamis der Künstler ist. Und reichen ihre Pflichten an ihre Nachfahren weiter. Doch an den Grund dafür erinnert sich niemand mehr. Ja, wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass einfach so mal jemand da reingezogen werden kann. Ja. Ah, da ist die Hülle. Die ich vorhin meinte. So. Da war die Hülle, die ich vorhin meinte. Ich will jetzt erstmal hier hoch. Denn hier gibt es noch mehr zu plündern. Erstmal die Seele eines Ritters. Und dann, wenn wir hier lang gehen und vorsichtig sind und nicht runterfallen, gibt es hier einen Eibeseitiger. Ja. Sehr schön. Oh, hier kommen auch noch welche hochgekletterte. Na, das war kein Overkill, schade. So, wir können jetzt in den Turm oder wir können hier runterfallen. Ich entscheide mich erstmal fürs hier runterfallen. So. Denn hier gibt es wieder was einzusammeln. Die Seele eines Ritters. So. Und von hier aus müssen wir hier rüberspringen. Wow, das war knapp. Und wieder nochmal den Weg zurückgehen. So. Ich will jetzt erst einmal den Innenhof erreichen und zurück zum Leuchtfeuer gehen. Denn den Bereich hier haben wir abgeschlossen. So. Dort hinten liegt was Großes, das wir allerdings erstmal ignorieren werden. Genauso wie den Turm hier. Also den oberen Bereich des Turms. Ich möchte eigentlich nur in den unteren erstmal. Und ich mal kurz zeigen, was da liegt. Ja, da fällt schon ein Flügel ab. Du bist ganz schön vergammelt, Gammeldrache. Und du bist jetzt wohl lebendig geworden. Ja, bist du. Kommst angestürmt. Mir egal, ich gehe weiter. Brüll ruhig. Ist mir sowas von wurscht. Ich will durch die Nebelwand. Die Phalanx hier, so heißen diese Gegner, ignorieren. Und hier hoch raus durch den Ausgang. So. Abkürzung freigeschaltet. Und am Leuchtfeuer rasten.
So,